Dobrodien, Kapitäne, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Im Fokus. Heute habe ich euch die Ismail mitgebracht, Tier-6-Schlachtschiff der Russen und Nachfolger der Pjotr Weliki. Ihr könnt das Schiff haben, wenn ihr 45.000 XP erfarmt habt mit der Pjotr Weliki auf Tier 5 und zusätzlich noch 3.660 Credits mitbringt. Wieder ein neues Gefecht und ihr seht zwei Flugzeugträger auf jeder Seite, jede Menge Schlachtschiffe, nur drei Kreuzer und zwei Zerstörer. Wir fahren hier erstmal auf die linke Seite Richtung Nordwesten und folgen unser Pensacola und Queen Elizabeth. Aufdeckung haben wir ein bisschen in der Mitte durch die Fubuki. Werden hier auch erstmal gleich halbwegs angegangen durch den Flugzeugträger und schießen hier aber auch gleich zwei Flugzeuge ab. Schauen wir uns kurz die Minimap an. Da sehen wir, dass der Gegner in einer großen Überzahl Richtung Osten fährt und wir hier Richtung Westen unterwegs sind, zusammen mit der Pensacola, Queen Elizabeth, Königsberg und Fubuki. Da sollten wir natürlich Druck aufbauen. Sprich, wir werden hier auf dieser Seite eine Überzahl schaffen. Die sollten wir natürlich auch ausnutzen. Deswegen heißt es eigentlich volle Fahrt voraus. Nicht lange irgendwie zögern, gucken, wann der Gegner irgendwo kommt, weil wir werden eine Überzahl haben. Die Schiffe, die auf unserer Seite kommen sollten, da müssen wir Fokusfeuer drauf haben, um schnell unser Team auf der anderen Seite zu supporten, damit der Gegner nicht die Möglichkeit da durchzubrechen. Deswegen bringen wir unser Schlachtschiff hier in Position und wollen natürlich unsere vollen 55.900 HP hier ins Gefecht werfen. Und ja, wir wollen den Trupp hier anführen, dass die Königsberg, Pensacola und Fubuki uns da mit unterstützen, supporten. Und deswegen heißt es volle Fahrt voraus, rein in den Gegner. Wir können das hier natürlich vorne nicht alleine machen. Wir als Schlachtschiff sind ja auf unsere Zerstörerkreuzer angewiesen, die vorne was aufdecken. Und ich hoffe, die Fubuki fährt sich da jetzt nicht gleich fest. Ich muss sagen, das Schiff hat mir sehr gut gefallen auf Tier 6. Ich finde, es hat ein überdurchschnittliches Potenzial als Schlachtschiff auf dieser Stufe. Warum ist das so? Weil die Genauigkeit für meine Gefühle sehr gut ist. Wenn ihr auf bestimmte Reichweiten rankommt, dann könnt ihr mit den Geschützen sehr genau zielen, wenn ihr erstmal den Bogen raus habt, wie ihr es machen müsst. Die Geschütze, ihr habt 12 Geschütze mit einer speziellen Anordnung. Wir haben hier 356 mm Geschosse, die wir verschießen. Was heißt besondere Anordnung? Der Turm 2, 3 und 4 sind nach hinten ausgerichtet. Das schafft natürlich in manchen Situationen ein Problem, gerade wenn ihr den Turm irgendwie schnell drehen müsst, und für den Gegner einen Vorteil, wenn er dieses auszunutzen weiß. Eine weitere Spezialität der Russen ist das begrenzte Schadensbegrenzungsteam. Was heißt das? Ihr kommt mit Premium auf 4 Ladungen und könnt dieses mit Inspekteur auf maximal 5 Ladungen erweitern. Sprich, ihr müsst aufpassen, wann ihr euer Schadensbegrenzungsteam ausnutzt. Ein Brand gleich, wenn ihr Full AP seid, ist deswegen nicht wirklich zielführend und solltet deswegen genau darauf achten. 5 Ladungen hier, wie gesagt, maximal auf dieser Stufe. Die gilt es entsprechend effektiv einzusetzen und nicht einfach wahllos. So viel erstmal ein bisschen zur Theorie. Ihr seht schon, die Molotow ist hier ziemlich einzelfahrend und unser Team auf der Seite, wie ich schon vorhin erwähnt hatte, wir haben die Überzahl auf der Seite und wir müssen entsprechend pushen. Sie hat hier Glück, wir haben nur 4 Durchschläge, das ist mir so ein bisschen aufgefallen. Durch die Kaliber und die kleine Kreuzerpanzerung haben wir relativ häufig Overpens. Was habe ich da irgendwie für mich herausgefunden, ob es vielleicht nur ein bisschen Glück war oder kein Glück, weiß ich nicht. Ich feuere die Geschütze, wie ihr oftmals seht, nicht in der kompletten Breitseite ab, sondern immer ein bisschen einzeln. Vielleicht auch ein bisschen verteilt. Hier ganz gut demonstriert, um entsprechend andere Sektionen vom Schiff zu treffen. Und wir nehmen hier die Molotow raus, aber auch wieder mit 4 Durchschlägen. Wie gesagt, relativ hohes Overpen-Potenzial. Aber egal, Molotow ist hier raus. Ihr seht schon, unser Team auf der anderen Seite verteidigt das auch ganz gut, obwohl eigentlich eine Unterzahl da ist. Deswegen sollten wir hier weiter drücken und pushen. Pensacola, Königsberg und Queen Elizabeth haben sich ein bisschen sehr weit zurückgezogen. Auch die Erober verstehe ich nicht ganz so sehr, weil eigentlich haben wir keine Gegner mehr auf dieser Seite. Aber wir versuchen jetzt unser Ismail-Tanking-Potenzial vorne reinzuwerfen und beschießen hier die Bayern von der Seite, die fährt schön Breitseite. Muss natürlich auch gucken, was er da macht, weil er hat natürlich auch von vorne Gegner. Ja, jetzt können wir schön über die Flanke hier volle Fahrt voraus reindrücken beim Gegner. Das solltet ihr übrigens auch mit den russischen Schlachtschiffen machen, weil das volle Potenzial eurer Geschütze
ist bei ungefähr 2 Drittel der maximalen Kampfentfernung. Also sprich, wir haben hier 17 Kilometer ausgebaut, kommt hier auf gute 12, 13 Kilometer ran, vielleicht sogar noch ein bisschen drunter, entfaltet ihr euer maximales Potenzial für die Kanonen. Da werden sie einfach am effektivsten und am genauesten. Deswegen ist es wirklich ratsam, mit den Schiffen hier schön dicht ranzukommen. Nicht zu dicht, also ihr seid keine richtigen Frontschweine, aber nah dran. Warum seid ihr keine richtigen Frontschweine? Weil ihr eine maximal solide Panzerung habt mit größeren Schwachstellen gerade an den Seiten. Wir führen hier 51.700 HP ins Gefecht unausgebaut und 55.900 HP im ausgebauten Zustand. Das erlaubt uns ein solides Tanking-Potenzial mit in die Schlacht zu führen, mit sehr genauen Schützen auf mittlerer Entfernung. Wie gesagt, aufpassen muss man auf seine Türme und die spezielle Drehrichtung und auf welchen Gegner man, ja, zielt. Es gilt natürlich wie immer, nicht zu viel Breitseite zu zeigen. Ganz klar, sollte natürlich mit keinem Schiff. Was machen wir jetzt hier? Wir haben jede Menge Gegner vor uns, nehmen natürlich ein bisschen Fahrt raus, weil wir auch vom Flugzeugträger attackiert werden, aber macht uns nichts aus. Wir müssen unsere Seite hier ein bisschen pushen, ein bisschen vorantreiben. Ihr seht, unsere Teammates bleiben ein bisschen zurück. Deswegen versuche ich hier die Emily Bertin Breitseite ein bisschen zu ärgern, zu beschießen, obwohl die Bayern auch ein bisschen dichter dran war. Aber ihr wisst, Emily Bertin ist auch sehr weich, aber kriegt auch nur einen Durchschlag hier. Leider keine Zitadelle. Der Schaden ist noch nicht ganz so auf unserer Seite, davon haben wir 11 Flieger abgeschossen. Und ihr seht, was ich meine mit dem Overpen-Potenzial. Wir haben 20 Treffer und gerade mal 21.000 Schaden. Daran müssen wir natürlich noch arbeiten, beziehungsweise versuchen, den jetzt noch zu verbessern. Aber die Ziele haben wir vor uns jetzt, Breitseiten Bayern. Und da geben wir jetzt gleich wieder unsere einzelnen Salven auf den Geschützturm ab und hoffen, dass da jetzt ein bisschen mehr bei rauskommt. Währenddessen fliegt uns der Flugzeugträger wieder an. Und jetzt hat es doch gesessen. Jetzt waren es 18.000 und die Bayern konnte rausgenommen werden. Weiter geht's. Ihr seht, 4 Schiffe vom Gegner sind schon raus. Wir können schön um unsere Flanke pushen. Da sieht man wieder eindeutig, warum es nicht effektiv ist, alle Schiffe nur in eine Richtung fahren zu lassen. Wir hatten hier eigentlich nur mit der Molotow Probleme, kann man ja nicht mal sagen, gehabt. Die Molotow war das einzige Schiff, was uns versucht hat, hier irgendwo aufzuhalten. Hat sich hier in den Kampf reingeworfen. War natürlich ein bisschen Selbstmord gewesen, aber ja, vielleicht hat er es erkannt, dass die Seite nicht komplett alleine gelassen werden durfte und ist dann rübergefahren, hat sich mehr oder weniger geopfert oder wollte vielleicht für sein Team noch spotten, damit die merken, wir können hier die Seite nicht komplett allein lassen. Ist leider nicht gut gegangen und wir können diese Schiffe hier schön eigentlich von beiden Seiten hier wegdrücken, beziehungsweise unsere andere Seite ist nicht mehr ganz so offensiv dabei, aber müssen sie auch gar nicht, weil wie gesagt, wir haben hier Schiffsvorteil und konnten der Fuso, die jetzt auch schön Breitseite gefahren ist, nochmal einen schweren Treffer mit einer Zitadelle verabreichen. Jetzt seht ihr auch, was ich meine. Wir müssen einfach ran mit diesem Schiff. Die Ismael muss weiter ran ins Gefecht und so können wir auch schwere Treffer hier gerade bei den Schlachtschiffen erzielen. Iron Duke jetzt auch schön Breitseite, wieder unsere einzelne Salve raus und ja, man sieht, sie wissen gar nicht, wohin sie fahren sollen. Wieder viel Schaden in die Breitseite rein. 4 Durchschläge, 4-mal durchgeschlagen, also wieder Overpens. Aber das ist uns egal. Iron Duke ist raus. So, und somit haben wir die Gegner schon sehr, sehr doll maximiert. Und ich denke mal, der Rundensieg ist uns eigentlich schon jetzt, nach knapp 9 Minuten, eigentlich gar nicht mehr zu nehmen. Deshalb ganz kurz meine Kapitänsempfehlung. Ich denke mal, ein klassischer Schlachtschiffbild. Ich habe hier präventive Maßnahmen geskillt, den Elite-Schützen, damit unsere Türme einfach schneller drehen. Adrenalinrausch, wenn ihr schon einen höheren Kapitän habt. Ansonsten geht ihr erstmal auf Grundlagen der Überlebensfähigkeit oder Inspekteur, einfach um zum Beispiel Schadensbegrenzungsteam nochmal um eine Ladung zu erhöhen. Ansonsten Brandschutz hier ganz wichtig. Wir brennen sehr gerne. Das ist mir definitiv aufgefallen. Dagegen kann man mit dem Brandschutz angehen. Ansonsten natürlich als Vierer Pflichtskill fast auch immer der Tarnungsmeister. Bei den Verbesserungen auch ziemlich klassisch als Schlachtschiff: Hauptbewaffnungsmodifikation 1, Schadensbegrenzungsteam 1, Zielmodifikation 1, um ein bisschen genauer noch zu zielen, und Schadensbegrenzungsteam 2, um alles Mögliche, was auf uns einprasselt, an Bränden hier zu verhindern. So, jetzt haben wir unser Schiff Nummer 3 rausgenommen. Die Fuso ist hiermit auch erledigt. Der Gegner wird ja eigentlich gnadenlos zusammengeschossen. Wir treiben ihn eigentlich in die Ecke und vor uns hin. Nur noch 3 Schiffe, die richtig im Spiel sind, und 2 CVs, die begrenzt Einfluss natürlich nehmen können, aber die eigentlich keine größere Gefahr mehr darstellen, weil wir einfach zu viele Schiffe haben. Und welche Schiffe sollten sie da anfliegen? Sie können eigentlich nur Low-OP, ist bei uns zweimal die Fubuki,
bei unseren DDs anfliegen. Ich als Ismail habe noch die wenigsten AP zusammen mit der Queen Elizabeth, aber wie gesagt, 17 Flugzeuge seht ihr, haben wir schon rausgenommen. Jetzt versucht uns die Ryuyo anzufliegen mit den Taubbombern. Deswegen lenken wir auch in die Taubs mit rein. Nächste Zitadelle, gleichzeitig auf die Emily, da haben wir ja vorher schon mal drauf versucht und diesmal hat es geklappt. Diesmal haben wir keinen Overpanner erzielt und wir konnten einfach schön hier nochmal dodgen. Und jetzt seht ihr, was ich meine mit den Turmdrehungen. Ja, wir können nur unseren vordersten Geschützturm rumdrehen und die anderen müssen alle nochmal eine komplette Drehung machen. Also einen Turm haben wir jetzt relativ zügig drauf, aber die anderen Türme müssen eigentlich komplett einmal in sich rumdrehen. Hier sieht man es unten auch ganz schön. Es dauert jetzt einfach lange, bis wir alle Türme auf die Ryuyo drauf haben. Deswegen solltet ihr gut hier vorausschauend fahren und gucken, welche Ziele wollt ihr ins Visier nehmen. Wenn jetzt irgendwelche Ziele relativ dicht dran seid oder ein DD dran ist, dann habt ihr natürlich hier mit dieser Turmdrehzeit ein Problem. Deswegen auch Elite-Schütze mit Pflichtskill hier. So, der Flugzeugträger versucht es nochmal. Will uns hier natürlich weiterhin ärgern, hat nicht noch genug Flieger verloren, also nehmen wir natürlich gerne mit. Und somit hat er seinen fünften verloren. Schade, die Ryuyu hätten wir natürlich gerne mitgenommen. Aber die Aoba hat es letztendlich gemacht. 4 Kills haben wir, 104.000 Schaden. Ich denke mal eine sehr solide Runde. Wir konnten hier eigentlich nicht so viel verkehrt machen, weil der Gegner hat es uns hier einfach gemacht. Und wir konnten diese Seite hier immer ja entsprechend offensiv angehen. Und mussten ja auch gar nicht viel Fahrt irgendwo rausnehmen, weil wir haben die Gegner eigentlich alle vor die Flinte bekommen. Und ja, so soll es dann auch sein. Ihr guckt rechtzeitig auf die Minimap, wo fahren die Gegner alle hin und zieht euer Schlachtschiff entsprechend nicht zurück, sondern versucht eure eigenen Mates mitzuziehen, ja. Die sehen natürlich, okay, eine Ismail wird pusht da vorne voran, da ziehe ich mit. Das Schlachtschiff bringt haufenweise HP mit ins Gefecht und die haben wir ja auch ins Gefecht geworfen. Ihr seht, ein bisschen gelitten haben wir auch. Wir sind hier bei knapp 1 Million potenziellen Schaden gelandet. Und haben 25.000 Schaden an die Flieger angerichtet. Der hat uns versucht hier zu stoppen, aber mit 23 abgeschossenen Fliegern, denke ich mal, haben wir das hier ganz gut hinbekommen. Die Ryuyo oben versteckt sich. New Mexico dreht noch ein bisschen auf uns ein. Die versuchen wir jetzt hier nochmal ein bisschen zu ärgern, Schaden einfach zu machen, Damage anzubringen und unsere Statistik noch ein bisschen weiter in die Höhe zu schrauben. Fazit ist für mich eigentlich Tier 6 Schlachtschiff, was sehr starkes, viel Potenzial hat, wenn ihr nicht gerade diese Overpens habt, die manchmal sehr lästig sein können, aber ihr habt auch gesehen, welches Potenzial das Schiff hat, wenn ihr dichter dran seid und Schiffe einfach vielleicht verkehrt fahren oder euch zu viel Breitseite zeigen, dann habt ihr enormes Damage-Potenzial durch die Genauigkeit. Tanking ist, wie gesagt, mittelmäßig, ihr habt definitiv eure Schwachstellen. Der Gegner konnte sich ja bei uns nicht so gut ausnutzen, auch weil er nicht so gut die Möglichkeit hatte, weil hier viele gegnerische Schiffe entsprechend hier flankiert haben. Von der Warte her konnten wir es eigentlich relativ ruhig hier runterfahren und fahren jetzt eigentlich nur unseren Damage ab. Wir versuchen jetzt noch irgendein Schiff vielleicht mitzunehmen, um unseren Kraken noch vollständig zu machen. Das würde die ganze Runde einfach abrunden und deswegen gucke ich jetzt, ob ich mal eine schwere Salve auf die Ryuyo geschossen bekomme. Natürlich könnten wir jetzt auch abwarten und auf die New Mexico schießen. Die ist aber noch eigentlich zu gut angewinkelt, als dass wir da jetzt die 18.000, 19.000, sie repariert sich gerade hoch, mit einer Salve wahrscheinlich anbringen könnten. Deswegen hoffe ich, die Ryuyo geht auf und das tut sie auch. Und jetzt versuchen wir mal auf 16 Kilometer da nochmal richtig reinzuhämmern. Mal gucken, ob uns das gelingt. Es ist nicht die optimale Entfernung. Deswegen gucken wir jetzt auch New Mexico. Wir können das Schiff hier Breitseite anwinkeln. Und jetzt doppelte Zitadelle auf die Ryuyo. Aber es hat leider wieder nicht gereicht. Ein paar HP stehen. Lassen wir stehen. Und New Mexico können wir jetzt uns komplett schön so hinstellen. Weil ich sehe natürlich, die Türme sind woanders hin ausgerichtet. 13.590 HP gilt es jetzt mit dieser Salve rauszunehmen. Und dann hätten wir unseren Kraken. Und ich denke mal, die Chancen stehen ganz gut auf 4,8 Kilometer. Trotzdem unsere Einzelsalven wieder. Großkaliber gedroppt. Und Krake gedroppt. Das war auch schon wieder unsere Runde mit der Ismail gewesen. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert unseren Kanal für zukünftige Videos. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge bei Im Fokus wieder. Macht's gut, bis dann, euer Toxic85.